Wir sind die Brüder der Küste. Noch ein Schritt und wir machen dich kalt. Hey, noch ein Schritt und du stirbst. Ja, wenn du also weißt, was gut für dich ist, verschwindest du besser, du Landratte. Und der eine Streuner, den wir heute gefangen haben, war einer zu viel. Joscha hat den Sturz offenbar auch überlebt. Zumindest scheinen die Einheimischen von ihm zu reden. Ich sollte versuchen, ihn zu finden. Am besten ohne die Einheimischen zu alarmieren. Sie scheinen ihr Territorium gut zu schützen. Ja, diese eine Frau, die hat uns gerettet. Eigentlich hätte sie uns auch dorthin bringen müssen. Alle plündern hier. Kinderspielzeug. Falle. Da das hier das Gebiet der gerade Stand der Piraten ist, ist hier auch alles mutantenfrei. Es sind nun schon 2 Monate. Niemand hat die Kinder abgeholt. Wiggin und Tusha kommen auch nicht zurück. Die Arbeiter vom Kraftwerk sagten, sie würden sie zur Stadt mitnehmen, aber ich hätte meine Autorität nutzen sollen, um sie davon abzuhalten. Aber damals hegte ich auch noch Hoffnung auf eine Evakuierung. Vergebens, wie ich jetzt weiß. Wer sollte uns schon evakuieren, wenn es im Funk nur rauscht? Es kommt keine Hilfe. Aber wozu brauchen wir eigentlich Hilfe? Unser Tal war offenbar gar kein Ziel. Sogar vom Fallout sind wir verschont geblieben. Selbst direkt unter den Abflussrohren bleibt der Zähler im grünen Bereich. Die Kinder sind gut vorbereitet. Die vielen Wanderungen haben sich gelohnt. Es wird einfach sein, ihnen das Jagen beizubringen. Alles Lebensnotwendige haben wir und was wir nicht haben, machen wir uns. Zur Hölle mit den Zweifeln. Wir müssen die Probleme angehen, wie sie aufkommen. An erster Stelle steht das Überleben. In den Rohren war noch alles im grünen Bereich. Ich bin da jetzt kein Experte, aber es ist vielleicht wegen dem Material, was sie in allen umgibt. Dass da die Strahlung nicht durchkam. In der Metro gab es ja immer auch noch Gebiete, die verstrahlt waren. Eine Schlange ist hier. Professionell. Ein Nachtsichtgerät. Wie viele Leute wohl wir geradewegs durchgerannt sind und hier nichts erforscht haben.
Jetzt hat man sich hier wieder so einen Vorrat geholt. Darum lohnt sich immer zu erkunden in Open Worlds. Also in offenen Gebieten. Und Stealth kann man ja ganz gut mit einem Bogen oder einer Armbrust spielen. Solche Pfeile machen ja keine Geräusche. Wir sind also, ich wollte dich schon die ganze Zeit fragen, dieser ganze Piratenkram, die Leichen an den Pfählen. Glaubt ihr wirklich, dass der Lehrmeister das so wollte? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns verteidigen. Naja, aber das hilft ja nicht. Die Banditen sind schon wieder im Dorf gesehen worden. Außerdem haben unsere Jungs heute einen Streuner geschnappt. Das bedeutet nur, dass wir sie an die Lektion erinnern müssen. Deshalb sind wir hier. Ach, da oben ist der. Tja, das mit den Banditen verstehe ich. Die haben hier schreckliche Dinge getan. Aber dieser neue Streuner sieht nicht wie ein Bandit aus. Vielleicht nur auf der Durchreise? Wenn er kein Bandit ist, wäre er weitergegangen. Aber nein, er ist direkt aus dem Fluss hier aufgetaucht. Ich würde vorschlagen, eine Vogelscheuche aus ihm zu machen, um die... Ob wir die Frau noch mal sehen? Die uns verschont hat? Joschka wird wahrscheinlich mit dem Turm da sein. Ich finde das hier so langweilig. Totale Zeitverschwendung. Sollte ich gerade schon, weil ich vor kurzem The Last of Us 2 gespielt habe, hier drunter kriechen, aber es geht ja in diesem Spiel nicht. Na, der Kompass zeigt mir auch, dass ich da rein muss. Im Turm. Ja, wir müssen zum Turm. Ich will unentdeckt bleiben. Jedes Mal den Bolzen wieder rausziehen kann, ist ja gut. Bei vielen Spielen ist es ja so, dass es nur manchmal so ist. Nee, immer so. Hast du gehört, dass der Captain diesen Zug angreifen will? Ich wette, die Pioniere
Sie wissen schon vom Zug. War mir so klar, dass es noch einen anderen Weg hier rein gibt. Hier runter. Schläfst, anstatt Wache zu stehen. Ah. Das ist auch cool. So, soll ich den Chef sagen, dass du hier pennst oder was? Bin ich mal da unentdeckt wieder weggekommen. Warum bin ich überhaupt hier? Als ob ich hier irgendwem helfen könnte. Hat irgendwas gemerkt? Alles ist ruhig. Gefangene sind doch immer oben. Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Uff. Oh, eine schöne Gegend. Bin auch vollkommen langweilig. Kann gerade nicht. Bitte komm, Jungs. Bitte. Ende. Mach dir nicht so viele Sorgen, Anna. Sie sind seit ein paar. Eine schöne Gegend. Bin auch vollkommen langweilig. Warum habe ich wieder Funkkontakt? Aber oben, hier oben ist nichts. Wahrscheinlich muss ich gleich hier hoch, um Kontakt aufzubauen. Warum muss ich hier rumstehen? Blöde Gegend. Pam. In welche anderen Pfeile habe ich jetzt noch? Spare ich mir mal auf. Dann ist Aljoschka wohl doch unten. Ja, hier. Gut, dass das keiner gehört hat. Ja, gut, dass das keiner gehört hat.
Oh, was haben wir denn hier? Okay. Besser ist es jetzt, weil wir selber ja nicht modifizieren können zurzeit. Weiß ich nicht.